Diese Waffe ist also aus nächster Nähe tödlich. Gut zu wissen. Du musst die Piñata auch schlagen und nicht anschießen. So, er hat noch eine Mission. Was mit dem? Wir schlitzen Teil 2! Wir müssen wieder schlitzen! Aber zuerst brauche ich ein Pilz. Und Sir Pilzemann! Besorg mir den Ulum. Diese Pilze, ich liebe diese Pilze. Danach schlitzen wir! Das ist Svens Einsatz hier gerade mit den Pilzen, ne? Er war alles schon drauf. Wie Natsu sieht Sven aber auch aus mit dem Pilz auf dem Kopf. Was? Wie kommen wir wieder hier raus? Ganz einfach, wir gehen oben rum. Blitzen. Ah ja, okay. Aber sind wir nicht da vorhin lang gegangen? Ich bin doch da runtergesprungen, dann waren wir da. Ich habe keine Ahnung. Ach, hier geht's noch weiter. Wird der Loot hier nicht fair geteilt? Nee, ich töte die, wenn ich mein Loot nicht kriege. Guck mal, du kannst hier aus dem Fenster springen. Ja. Glitzen. Lisa, da runtergesprungen kommt. Ja. Ja, Pierre? Kommt ein Vogel geflogen. Wartet mal. Wir müssen in die andere Richtung. Keks. Ja. Andere Richtung. Ich will aber gerade noch hier die Waffe einsammeln. Ich hatte die Dings noch nicht ausgerüstet, die Mission. Ich meine, Vanguard wäre der neue COD-Teil, Pierre. Zweiten Weltkrieg? Warum höre ich meine Stimme jetzt hier nicht? Test, Test. So. Wir slitzen Teil 2, danach kommt bestimmt wir slitzen Teil 3. Ja, ja, ich glaube auch. Jetzt langsam, jetzt erst recht. Wobei ich Black Ops Cold War die Mission teilweise so Mindfuck fand, ne? Was? Ach, Brainfucked. Teilweise die Mission in Black Ops Cold War. Ah. Was ist das denn für eine Waffe? 2000 Schaden dreimal. Mal ausprobieren, wie die ist. Aber ich glaube, die wollt ihr bestimmt dann auch nicht haben. Dann soll Vanguard eigentlich rauskommen. Ist auch mit Story oder ist es nur rumballern mit Multiplayer? Ich meine, es hat auch wieder eine Story. Am 19. August wurde es angekündigt und am 5. November soll es kommen. Ich hab ja sonst nichts zu tun. Meine Waffe kann überhitzen und ich mache mit einer Wasserpistole sie wieder. Lisa? Ja? Warte. Japan-Krieg. Ich muss die Japaner retten. Ich muss die Japaner retten. Naja, ich denke nicht, dass du die Japaner retten wirst. Doch. Ich muss die Japaner retten. Ich werde alle umbringen, die Japaner angreifen. Erstmal schön Nudelauflauf jetzt essen, hab Hunger. Guten Appetit, Chloe. Gönn dir. So, weiter geht's. Slitz. Mit meiner Ruthless Aggression. Seelensoldat, okay. Ach, ich kenn's, wenn man Seite markiert. Fühl ich. Hui! Das ist beständig. Ja, ich kenne das. Ich kenne das sehr gut. Warum zünd ich mich an? Bist du wieder runter? Ja. Ich hoffe. Ich gucke mal. Autsch! Oh Gott! Geronimo, zum Glück gibt es dann keinen Fallschaden. Mhm. Ich bei Ghost of Tsushima immer, ne? Spring irgendwo runter, knall voll hart auf, belebt mich aber wieder, weil ich drei von diesen Dingern hab. Ja, kenn ich.
Okay, Sven Wöhn, ich fahr los. Ich fahr lieber mit dem hier. Ich will den auch mal wieder austesten. Ich hoffe, du fährst gegen eine Wand. Oh Gott! Ich bringe Company mit! Warum? Weil ich's kann! Und tschüss! Ben, hast du gerade mein Auto kaputt gemacht? Ich dachte, das wäre meins. Hast du gerade mein Auto kaputt gemacht? Nein. Ich hab's genau gesehen, du Lügner! Wie wir uns das war der Gegner. Ne? Das ist unfassbar. Ein für den Spaß. Ja, und wer hat dann meins kaputt gemacht? Also ich weiß nicht. Das war bestimmt Yami, so ein Verräter. Das traut das so. Yami war, spielt nicht mit, ne? Yami ist gerade einfach nur schnell gespawnt, um Svens Auto kaputt zu machen. Ja klar, ja, aber sowas von. Trickige. Nee, aber ich glaube, du hast wirklich deins mit meinem zerstört. Explosionsschaden. Oh. Ja. Das kann sein. Ich habe einfach draufgehalten. Ja, warum? Wer hat's dir erlaubt? Meine Knarre. Die spricht mit mir. Sven, Tüte! Du musst das Auto zerstören! Los! Die Welt hat Schuss. Diese Waffe ist nur im Nahkampf gut! Verdammt hier! Jetzt kommt mein Bällchenblaster wieder! Kankerwood. Ich hab nicht versucht, Sven zu sabotieren oder so. Nein. Und wir müssen ja wieder warten. Yep. Sieht immer so witzig aus, wie er im Hintergrund irgendwo sein Name aufploppt und dann irgendwo rumfliegt. Ja, das stimmt. So lahm ist er. Ja, Sven, dann kauf mir eine PS5. Nee, das Geld habe ich nicht. Verdammt, das hätte ja klappen können. Ich kaufe mir ja eine Xbox noch und dann noch eine Steam Deck. Ich weiß nicht, das Steam Deck gefällt mir nicht. Es muss mir auch nicht gefallen. Es muss nur funktionieren. Ja, so aber ich finde die Tasten da ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Muss man abwarten. Interesse hätte ich auch, wegen also, PC-Chan ein Arsch ist und so, aber... Ja, also laut Dark ist das dann, bekommt es dann auch so ein Dock wie die Switch wahrscheinlich. Und dann kann man wahrscheinlich einen Controller nutzen oder so. Das Ding ist ein Controller. Ja, das ist mir klar. Aber ich meine jetzt so einen richtigen Controller. Ja, was du auch an der Switch machen kannst. Ja. Du schließt es ja auch an dem Dock an und dann... Ja. Deswegen, ich habe mich schon mal registriert für... Na gut, ich bekomme es wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr. Es kommt, soll ja im Dezember rauskommen, ne? Ich werde es mir nicht holen. Ich weiß nicht mal, was das kostet. Ist gut genug. Drei verschiedene Preise. Drei? Drei, ja. Wieso drei? Was ist denn... Speicherplatzgröße. Drei verschiedene Speichergrößen. Ah, okay. Die erste ist für dich und mich nicht zu empfehlen. 80 GB okay. Oder so. Nee. Ich glaube, die dritte ist dann mit 500 erst. Und was kostet die? Die kostet schon 600, glaube ich. Das ist schon... Die mit 200 noch was Gigabyte Speicher kostet, hey, glaube ich. Da ist ein schrecklicher Badass-Zuschauer in deinem Gebiet auf. Bring da was mit, Lisa. Ja, super. So ach, teuer hast du Fick? Ja, die ist teuer. Mhm. Ich geh mal die VR-Brille an, die ist auch scheiße teuer. Ja, klar. Ja, ich denke mal, die Qualität ist auch ein bisschen besser als die Switch.
Um einiges dafür besser. Wurde ich geschaffen. Weiß kann ich man nicht. Nur hoffen. Das weiß kann man nicht. Nur hoffen, ja. Ganz ehrlich, vermute ich nicht mal wirklich. Über was wird geredet? Über das Steam Deck. Und ich war schockiert, aber die was Speicher das kostet. Und die Speichereinheit ist aber SSD, glaube ich. Ja. Ach, 600 Tacken, Alter. Boah. Ja, ich bin hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der Preis zustande kommt. Vielleicht auch, weil es ein Handheld ist und das schwerer zu herstellen ist, könnte ich mir vorstellen. Also Interesse hätte ich schon, aber das Geld nicht dazu. Ich habe keine Ahnung, deswegen. Ein Handheld zu produzieren ist schon kostenaufwendiger, weil du halt eben auch noch ein Display brauchst. Das ist scheiße teuer, weil es braucht eine vernünftige Reaktionszeit und eine vernünftige Herzzahl. Ja, kannst du nicht jedes billige nehmen. Ja, ist schon, ja, ist klar, dass es auch so viel. Ich hab mir auf jeden Fall die, mich für die mittlere angemeldet. Weil erstens, so viele Steam-Spiele jetzt nun auch wieder nicht, dass ich jetzt 500 GB brauche. Nee, ich bräuchte ehrlich gesagt auch keine 500. Was ist denn die mittlere? Ich glaube die 200, aber man kann es ja auch erweitern. Ja, okay. Ja, 200 würde locker reichen. Wenn ich meistens spiele ich ja die Spiele durch und dann lösche ich die wieder. Mache ich ja auch so auf dem PC auch. Also. Lisa hat nicht mal mit mir den Zombie-Modus gespielt, bevor sie COD gelöscht hat. Nee, das ist also der Speicherplatz, lass mal, ey, das hat ja alles gekillt. Hätte ich Ghost of Tsushima nicht mal runterladen können. Ghost of Tsushima sind, glaube ich, 90 GB gewesen, oder? Uff, ja. Jetzt ist traurig. Ich hab's noch nicht runtergeschmissen, weil ich noch. Die Nebenmission noch suchen wollte, die vier, die mir fehlen. Na, da warte ich, bis es mal einen Guide gibt, wo die finden sind. Oder du musst mir mal deine Karte nächstes Mal zeigen. Ich hatte ja letztens gezeigt. Ich glaube, hast du nicht mitbekommen. Ich muss alleine zu die Köpfe wegschießen. Ein bisschen. Ein neues Kapitel in der Saga. Ich glaube, du warst noch in der Mission oder sie war noch irgendwo auf der Karte zu sehen. Eine SSD boostet die Playsee so krass. Ich erinnere mich an die Zeit, wo 1 GB viel war. Langes her, ja. Theoretisch dürfte die Playsee durch eine SSD nicht mal so geboostet werden, weil der Anschluss zu langsam ist. Also ich finde jetzt nicht, dass die langsam ist. Ich auch nicht. Nein, die PS4 meine ich. Achso. Die PS5 setzt ja auf NVMe-Speicher und der ist ultra schnell. Ah. Wie gesagt, technischen Dingen habe ich keine Ahnung. Ich bin froh, wenn es funktioniert. Ja, und wenn es nicht funktioniert, dann ist man verzweifelt und weint. Na, Ecke. Ja. Und ich überlege auch schon, mir eine 4 Terabyte SSD zu holen, aber es ist so viel Geld. Das ist echt teuer, ja. Ganz ehrlich, ohne dir was zu wollen, Sven, aber da lohnt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht. Ich kann auch Sachen löschen, bla bla bla. Ja. Aber wenn ich schon meine PS4-Sammlung sehe, was ich alles noch spielen will. Ja, dann gehst du aber die besser 4 Terabyte sind voll. Und sagst, ich hol sie mir ein halbes Jahr später zur Hälfte. Ja, wenn man wirklich. Ich glaube, das wird wirklich noch ein bisschen billiger. Die wird billiger. Ja. Naja, die ich gesehen habe, kostet ja schon nicht mehr über 1000. Ja. Warte ein halbes Jahr und dann kriegst du sie für einen halben Preis, sag ich dir. Und was ist, wenn nicht? Willst du? Wenn nicht, dann kannst du sie ja trotzdem noch holen. Eben. Ist halt sehr, ja, ist eine Menge Geld. Ja, momentan habe ich das Geld. Oh, scheiße, ich bin mal wieder down gegangen. Du kannst ja das Geld an Seite legen, vorsichtshalber. Ja. Brauche ich nicht, ich habe ja genug dafür eigentlich. Ich gebe mir ungern so eine Menge auf einmal aus. Ja, klar, na, verstehe. Alter, was ist hier los? Heb ich mal bitte. Wie viel soll das Gigabyte soll das Spiel haben? Ja. Ich wusste, du kannst mein erster USB-Stick war ein 32 Megabyte Stick und ich habe mich gefreut wie ein Kie. Jetzt musst du mir helfen. Okay. Ich freue mich aber nie. Mhm.
bin immer traurig. Wir sind gerade mal an der Anfang der PS5-Zeit und die Spiele sind schon gigantisch. Ja, ich habe Angst. Das war mir also aber klar, dass sie nicht mehr kleiner werden. Dark sponsert ist. Wow. Ja, das ist klar. Dass sie nicht kleiner werden, ist klar. Ganz ehrlich, wenn ich schon sehe, COD. Und COD hat begrenzte Gebiete, nicht wie Ghost of Tsushima. Ist schon über 200 GB groß mittlerweile. Bald haben wir nur noch ein Spiel auf der PlayStation 5, weil der Rest nicht raufpasst. Ja. Oje. Irgendwann upgrade ich aber auch, weil ich habe keinen Bock mehr, das in der PlayStation 4 Zeit zu haben. Ich habe zum Glück noch Platz auf meiner externen Festplatte. Da kann ich so rüberlagern, wenn mal Platz fehlt. Das Rüberlagern dauert gerade mal nur ein paar Minuten. Wolltest du dir eigentlich eine externe SSD holen oder was? Wer? Nee. Also momentan weiß ich noch nicht mal, welche externe funktionieren würde. Ja, weil die nur von intern reden. Weil ich weiß jetzt nicht, und da habe ich mich noch nie drüber informiert, ob die nicht einen verlöteten Speicher hat. Die PS5. Die hat doch einen Speicherplatz freigegeben. Man kann jetzt ein zweites Ding reinmachen. Ah, ja, okay. Das haben die erst freigeschaltet. Das habe ich zum Beispiel nicht mitbekommen, deswegen. Es war irgendwie noch gesperrt und die haben das freigeschaltet, dass man das nutzen kann. Es ist geschafft. Schweine. Ist das überhaupt schon freigeschaltet? Weil es soll ja mit dem nächsten Update sein und ich hatte noch bis jetzt kein Update oder ich habe es vergessen. Eigentlich müsste es schon sein. Ich hatte schon mehrere Updates in der Zeit. Für das nächste COD braucht man dann zwei Festplatten. Ja. Ja, aber machen die nicht schon, dass man Multiplayer und Singleplayer getrennt runterladen kann? Kann man. Ja, auf dem PC. Und auf der Konsole, glaube ich, auch mittlerweile. Ja, ich habe ja nur die Kampagne runtergeladen, aber das alleine war schon riesig. Das war einfach nicht normal. Weil bei einem Spiel habe ich das auch nämlich machen müssen. Ich glaube, das war sogar COD. Wenn ein Spiel so circa 90 GB groß auf der Platte ist, rechne mal damit, dass du, um das Spiel zu entwickeln, so zwischen den 5- und 9-fachen benötigt wird. Sowas ist extrem. Boah. Ja gut, du hast halt eben verschiedene Versionen, ne? In der Entwicklung. Ich finde das sowieso sehr, sehr faszinierend, wie Spiele entwickelt werden und all das. Das finde ich sehr faszinierend. Wow. Meine Aufnahme ist schon wieder eine Stunde lang. Wir malen dir einfach eine fröhliche Glasurkeks, dann freust du dich auch. Nein. Ich freue mich niemals. Warum liegt hier was Lilanes? Bei der PS5 Pro hast du genügend Speicher. Ja, da kommt bestimmt auch so eine Version. Ja, ich gehe. Bestimmt nur 1 TB. Ich gehe stark von aus, jetzt wo die PS5 auf dem Markt ist, sind die schon die Komponenten noch verkleinert für die Slim. Haben wir nicht mal alle eine PlayStation 5 direkt schon nächsten Version, ne? Ja gut, das ist aber auch klar, einfach aus dem Grund, dass die verkleinert werden soll. Ja. Guck dir mal das Trümmer an. Ja, das schon. Ja, ich werd mir trotzdem keine weitere kaufen, erst bis meine den Geist aufgibt. Ja klar, warum soll man denn 1000 Stück holen? Auch Geld. Es gibt wirklich welche, die kaufen, kaum ist eine neue Variante raus, kaufen sie gleich die neue Variante, obwohl sie eine alte Variante haben. Ja, es kann aber auch Sammler-Gedöns sein, dass man die Konsolen alle sammelt. Na gut, das ist deine Version. Wenn ich das Geld hätte, würde ich es nämlich auch machen. Mir reicht eine Version. Mir auch. Mir nicht, aber auch wenn, auch wenn ich mit dieser Version nicht ganz zufrieden bin. Keks, bleib am Mikrofon, du warst mega leise gerade, ja. So, jetzt aber mal
Die nächste Frage. Welches Design findet ihr besser, PS5 oder Xbox? PS5. Echt? Ja. Also sieht sexy aus. Ich finde die Series S nicht mal schlecht vom Aussehen her. Na gut, die Series S sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Die Series X ist Kühlschrank. Das ist, ja, eben. Das ist einfach nur so eine fette Box. Bin da. Verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Dass du fett bist? Das wolltest du sagen. Ich weiß es nicht, was du sagen wolltest. Ich habe jetzt einfach mal spekuliert. Hui! Wo müssen wir eigentlich zurück? Zu Eister. Die PS5 schöne, aber die Xbox hat auch was mit ihrem Kühlschrank-Musikbox-Look. Ja. Was? Kühlschrank und oder Musikbox-Look. Ja, dann halt nicht. Was sind Drecksäcke? Merk ich mir. Weiß ich doch. Da, dieser Arschkeks. Dirty Arschkeks, wenn ich bitten darf. Er ist bestimmt nur sauer, weil du sein Auto zerstört hast. Ja. Hast gehört? So fährt man damals Claptrap nicht hören konnte. Das war ja so klar. Du konntest ihn mehrmals nicht hören. Da ist ein Gegner hinter euch hier. Ja. Ja, und ich bin noch zu weit gefahren. Oh, ich liebe dieses Gefährt hier. Komm zurück, May. Oder? Bin ich zu weit gefahren? Series S ist vom Design die schönste. Nein! Ich sehe meine Konsolen nicht mal, die sind alle da hinten. Ich wünschte. Ja, ich bin zu weit gefahren. Ich würde die Plates gerne so austauschen. So im Ruby-Design wäre geil. Ja, ne? Ja, ich will aber ein bestimmtes Design haben, was nicht gibt. Schwarz. Hässlich, schwarz, hässlich. Ich finde dieses Weiß-Schwarz auch gar nicht mal so schlecht. Ich steig mal aus, bevor er mich hier nur umbringt. Ich hab Svens Fahrzeug da hochgeschossen. Hä? Das ist jetzt so ein Hobby, oder? Ja, das waren Fahrzeug! Fahrzeuge. Fahrzeug, hast deinen Dienst getan, tschüss! Stirb! Ich hab dein Fahrzeug nur hochgeschossen, du zerstörst meins direkt wieder, du Übertreiber! Nee! Liz hat meins zerstört, also zerstöre ich dein! So läuft das! Was kann ich denn dafür? Der Krieg ist hier zu Ende! Sie ist mit dir gefahren, also! Kekse haften für Elisa oder was? Mach dich ans Werk! Ja. Kekse haften für Elisa. Nachttor, schlaf schön. Hey, komm mal, Jäger! Da ist ein schrecklicher Badass! Seit wann werden die Badass-Dinger so markiert? Sind wir gleich mal auf Toiletten. Jo, wenn wir die Mission abgegeben haben. Ich bin mir ziemlich. Also wollen wir wetten, dass es danach noch ein dritter Pfad gibt von. Alle guten Dinge sind drei, ne? Alle guten ja. Slitzer. Slitzen wir zum dritten Mal. Jetzt wird geslitzt. Die Rache, Rache des Slitzer. Wow, Liz, wow. Ey, das ist nicht dein Ernst, so, ne? Wow, einfach wow. Wir sind so durch. Ja, dass wir auch noch das gleiche sagen, denken. Ja. Auch noch so synchron. Ja. Das ist nicht... ja. Wusstest du, dass es wirklich so Titanic 2 gibt? Ja. Und das ist aller Müll, der Film. Oh ja, das ist der größte Rotz. Ich warte immer noch auf Titanic 3, die Rache des Eisbergs. Spoiler-Alarm! In Titanic 2 kommt der Titanic nicht zum Eisberg, sondern der Eisberg zur Titanic. Oh je, da scheint ein Badass-Zuschauer unter euch zu sein. Schalt ihn über. Schon wieder ein Badass.
Metallic Eis war ja schon Müll. Drei neue Tattoo-Ideen. Also vom Aufwand her muss ich ganz ehrlich sagen, Vatikanik 1 echt gut. Also vom Untergang her war es sehr realistisch, aber die Liebesgeschichte hätten sie sich sparen können. Naja. Ja, es ging. Nein, spring nicht! Das ist, als würde ich 1000 Nadeln aufspießen. 2 Stunden gehen, wird nur rumgeflirtet und dann geht das Ding unter. Ende. Los, Christian, Liz will ohne uns slitzen. Slitzen, ich warte. Okay. Konntest die letzten 10 Jahre vermeiden, Titanic zu schauen, kaum Erinnerung dran. Und ich bin mein Favorit, aber. Darf ich? Oh. So viel Energie! Wer redet von selbst? Dann komm in die Schlitze. Was? Noch ein drittes Mal? Yay! Jetzt wird geslitzt. Slitzer, wo bist du? Slitz. Wie schnell haben wir ihn diesmal down? 20 Sekunden. Ich sag 10. Wer stoppt die Zeit? Wir brauchen schon 10 Sekunden, um da hinzukommen! Ha! Dieser Wendigo hatte nie eine Chance gegen dich, Gaido. Sehr gut, Gaido. Ich bereite ein Elixier für unser Gesicht. Für unser Gesicht hier vor. Jetzt! Slitzen wir! Der hat keine Chance! Dass die Pilze dir nicht gewachsen sind. Hilfst du mir hoch? Denn obwohl du mich besiegt hast, sind wir immer noch Freunde! Ich glaube bald nicht mehr! Ich glaube bald nicht mehr! Nie aufzuschießen! 5 Sekunden! Niemals! Danke, Gaido! Die Türen meiner Waffen stehen wieder für dich. Der hat schon wieder Waffen für uns. Ja. Der hat schon wieder Waffen für uns. Schlitzen. Ich glaube wirklich, dass es noch einen dritten Teil gibt und dann stirbt er. Ich hoffe doch. Hey, eine große alte Beutekiste. Super. Jetzt haben deine Follower die Chance, eine Kopie deiner Beute zu gewinnen. Nee, du hast keine kein Teil 3, du. Liz. Ja? Die Tür da ist zu. Ich wollte ihn hauen. Wolltest du nicht auf Toilette? Ja. Dann machen wir das mal. Ich muss nämlich auch machen.